Wie und wann begann deine Schiedsrichterlaufbahn? Kannst du dich erinnern, dein erstes Spiel? Schwere Sachen. Begonnen hat es vor 10 Jahren, nachdem ich als Vereinsvorsitzender zurückgetreten bin, habe ich 2 bis 3 Jahre lang überhaupt nichts im Bereich Fußball gemacht. Mich dann aber entschlossen, nicht in die aktive Laufbahn als Fußballer zurückzukehren, die ich selber auch mal gespielt habe, sondern neue Wege zu suchen. Ich habe mich dann für Schiedsrichterwesen entschieden. An mein erstes Spiel, um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht mehr entsinnen. Muss irgendwo im Jugendbereich sicherlich gewesen sein. Weiß aber nicht mehr wo. Schwer zu sagen. Nein, kann ich also in der Tat nicht mehr so richtig nachvollziehen. Den Aufstieg habe ich ganz genauso gemacht wie alle anderen Schiedsrichter über den Jugendbereich, C-Kreisliga, B-Kreisliga, A-Kreisliga. Habe dann ein bisschen Glück gehabt, dass ich als relativ lebensalter Schiedsrichter, als ich angefangen habe, war ich circa 40, ja, 40 Jahre, dass ich in der C-Kreisliga einen Kameraden am Rand stehen hatte, im tiefsten Wittgenstein, der selber zu der damaligen Zeit im Schiedsrichterausschuss tätig war und aufgrund meiner Spielleitung fragte, warum ich in dieser Spielklasse selber Spieler leite. Wäre eigentlich verschenktes Talent. Deshalb hat man mir die Chance geboten, in einem relativ hohen Alter dann auch relativ zügig doch noch in Verbandsspielklassen aufzusteigen, sodass ich also 2 Jahre nach meiner Schiedsrichterprüfung bereits eine Bezirksliga Spiele leiten durfte. Darüber hinaus hat es dann aus Altersgründen natürlich nichts mehr gegeben, wobei mir im Prinzip das aber auch ausgereicht hat. Bin dann 5, 6, 7 Jahre mit viel Spaß in der Bezirksliga unterwegs gewesen, bevor ich dann selber gefragt wurde, ob ich gegebenenfalls meine Kenntnisse, meine Erfahrungen an jüngere Schiedsrichter weitergeben möchte. Du bist dann aus der Bezirksliga zurückgetreten. Was war der Grund? Weil du selbst keine Lust mehr hattest oder weil du gesagt hast, okay, ich will den jungen Platz machen? Also wir haben natürlich die Problematik, dass wir für junge Schiedsrichter, die Talent haben, nicht ausreichend Plätze in den Verbandsspielklassen zur Verfügung haben. Insofern stellt sich dann immer die Frage, ob man in einem oder ab einem bestimmten Alter nicht besser von sich aus dann sagt, zugunsten der jungen Schiedsrichterkameraden gebe ich meine Stelle preis und konzentriere mich dann darauf, die vorwärts zu bringen und die zu fördern. Insofern war es für mich eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, nach einer kurzen, erfolgreichen Schiedsrichterkarriere, ich mache lieber Platz für Jüngere, was dann letztendlich meiner Arbeit im Ausschuss und meiner persönlichen Einstellung entspricht. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte Schiedsrichter werden? Oder gab es da irgendein Erlebnis auf dem Platz, wo du ja, einfach das Gefühl hattest, das ist jetzt was für mich oder aus dem privaten Umfeld? Wie bist du darauf Es gibt gekommen? zwei Gründe bzw. zwei Ereignisse, wobei das zweite dann hinterher eher zufällig das Ausschlaggebende war. Zum einen habe ich nach meiner aktiven Zeit als Fußballer lange Zeit überhaupt gar nichts mit dem Fußballgeschäft zu tun gehabt, bin dann über meinen eigenen Sohn, der damals Fußball spielte, wieder zum Fußball zurückgekommen, begonnen in der F-Jugend. Zunächst habe ich ihn begleitet, dann habe ich die Mannschaft betreut, später habe ich in einer Jugendarbeit den Trainerposten übernommen und habe dann 3 bis 4 Jahre genau diese Trainertätigkeit gemacht, indem ich meinen Sohn begleitet habe, der dann aber aus Unlust oder warum auch immer den Fußball an den Nagel gehängt hat, zu einer sehr, sehr frühen Zeit. Und dann aber mit 15 Jahren auf die Idee kam, ich könnte einen Schiedsrichter machen. Und da aber eigentlich nicht alleine hingehen wollte und dann, wie die Kinder so sind, gefragt hat, Papa, gehst du da mit? Da bin ich zunächst einfach mal rein interessenhalber. Weil ich natürlich mein Kind fördern wollte, mitgegangen und habe gesagt, gut, dann mache ich halt mal den Lehrgang mit, mache die Schiedsrichterprüfung mit, Hauptsache der Bursche macht was. Und wie das dann immer so kommt. Nach 2 Jahren waren wir beide in der Bezirksliga, der Vater engagiert, mit Freude an der Sache. Und bei männlichen Kindern scheint es dann grundsätzlich so zu sein, wenn die Endphase der Pubertät eintritt, dass alles das, was der Vater macht, für einen selber nicht gut ist. Insofern hat er es wieder dran gegeben, was mir letzten Endes das Herz bluten ließ, weil er war ein wirklich talentierter Schiedsrichter, ein richtig guter. Und ich bin dabei geblieben. Wie lange bist du schon für den KSA tätig? Ich bin jetzt im KSA seit 3,5 Jahren, für den KSA seit 3,5 Jahren offiziell tätig. Ich war davor 1,5 Jahre im kreislichen Lehrstab tätig. Also komme auf eine Tätigkeit von gut 5 Jahren, die ich jetzt in Funktionärstätigkeit versehe. Was motiviert denn grundsätzlich junge Menschen dazu, Schiedsrichter zu werden? Wenn wir uns mit denjenigen unterhalten, die wir für unser Hobby interessieren konnten und begeistert haben, dann ist es zunächst mal die Verantwortung, die
natürlich dazu beiträgt, auch Spaß an der Sache zu finden, vielleicht auch ein klein wenig in diesem Alter das Machtgefühl. Ganz einfach in bestimmten Situationen bestimmen zu können, wo es lang geht und wie etwas gemacht wird. Zum anderen natürlich der Spaß am Fußball. Und jetzt kommt wieder der ganz alte Spruch, der aber durchaus Berechtigung findet. Schiedsrichter sind selten gute Fußballer. Und von daher ist natürlich die Schiedsrichterei in deren Hobby ein guter Weg, tatsächlich auch gegenüber anderen gleichaltrigen Kameraden Karriere zu machen. Und wahrscheinlich, wenn es richtig funktioniert und akribisch betrieben wird, schneller Karriere machen zu können. Jetzt haben wir ja die Ausnahme mit Jonathan Laut, der ja auch ein guter Fußballer ist. Wie motiviert man denn so einen Schiedsrichter, dann auch Schiedsrichter zu bleiben und nicht wieder, wie es zum Beispiel bei deinem Sohn war, zurück zum Fußball zu wechseln? Da kommt es ein klein wenig auf die persönliche Einstellung an und auf den Ehrgeiz, den jeder in seinem Hobbybereich entwickelt. Nicht jeder junge Mensch möchte, wenn er das Schiedsrichterhobby betreibt, Leistungsschiedsrichter werden. Genauso wenig wie jeder junge Mensch oder viele junge Menschen Leistungsfußballer werden möchten oder auch daran allein Freude finden. Es ist auch ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit und dem Talent für verschiedene Tätigkeiten. Wenn ich das Schiedsrichterhobby betrachte, dann ist ein Jonathan Lautz, der jetzt hier genannt wurde, sicherlich ein Paradebeispiel an Ehrgeiz. Sowohl im Fußballerischen als wie auch im Schiedsrichterbereich. Er hat sich aber an einer Stelle, an dem eine Entscheidung notwendig war, tatsächlich für eine Richtung entschieden und hat die akribisch verfolgt. Was der heutige Erfolg im Schiedsrichterwesen letzten Endes natürlich bestätigt. Im Unterschied zu meinem Sohn ist da eindeutig der Ehrgeiz zu nennen und an erster Stelle zu sehen, ohne den auch im Schiedsrichterbereich überhaupt nichts funktioniert. Das ist ganz einfach so. Muss sich grundsätzlich ein Schiedsrichter entscheiden zwischen Fußball und Schiedsrichtertätigkeit, wenn er nach oben kommen will als Schiedsrichter? Ja, wenn er vorwärts kommen will, ja. Es geht nur das eine oder das andere. Beides nebeneinander akribisch betrieben ist nicht möglich. Hast du selbst ein Vorbild unter den Schiedsrichtern und warum? Ich habe als Schiedsrichter überhaupt keine Vorbilder, weil ich ganz einfach glaube, dass wahrscheinlich bedingt auch aus meiner beruflichen Tätigkeit heraus, dass jeder seinen eigenen Weg, seinen eigenen Stil finden muss, mit dem er dann letzten Endes auch zufrieden sein sollte. Ich für meinen Teil habe den bereits vor langen Jahren gefunden. Ziehe den heute noch durch, auch wenn er dem einen oder anderen gegebenenfalls möglicherweise nicht gefällt. Aber das gehört aus meiner Sicht auch zu einer Persönlichkeit. Man muss schon durchaus in der Lage sein, dass andere sich an einem reiben. Insofern möchte ich hier gar keinen Namen nennen. Ist es denn von Vorteil, wenn man vorher mal selbst Fußball gespielt hat als Schiedsrichter? Von Vorteil ist es sicherlich. Also Spielverständnis sollte vorhanden sein, wenn ich das Schiedsrichterhobby betreiben möchte. Es vereinfacht vieles. Es sei aber an dieser Stelle ganz klar und deutlich erwähnt, dass es nicht grundlegende Voraussetzung ist. Man kann auch, ohne dass man selber Fußball gespielt hat, auch dafür haben wir Beispiele, im eigenen Jungschiedsrichterbereich erfolgreich werden. Man muss halt wesentlich mehr tun und muss sich auch wesentlich mehr einlassen, was an Hilfe angeboten wird. Was in einem Altersspann von 14 bis 18 Jahren nicht immer unbedingt einfach ist. Wie schafft man es als Schiedsrichter, immer absolute Neutralität zu wahren auf dem Platz? Ich denke, das ist eine Sache, die man vor dem Hobby als solches, wenn man es betreibt, schon mit sich selber ausmachen und klären muss. Neutral sein heißt ja in dieser Richtung dann zunächst mal ganz einfach, sich auf verschiedenartige Dinge einzulassen, sich von denen vielleicht auch begeistern zu lassen und einfach mal zu schauen, wie etwas passiert. Das hat auch ein klein wenig mit Elternhaus, mit Erziehung und Lebenseinstellungen zu tun. Das fokussiert nicht unbedingt ausschließlich auf das Schiedsrichterhobby. Letzten Endes ist es hierbei sicherlich hilfreich. Aber wenn ich bereit bin, mich auf Unerwartetes einzulassen und mich dem zu stellen, dann kann ich jedem nur raten, sollte ganz einfach mal, egal in welchem Bereich, versuchen, sich dem Schiedsrichterhobby anzunähern und da einfach mal hineinzuschnuppern. Wenn ich jetzt Schiedsrichter werden will, was muss ich machen? Ganz einfach, ich muss zunächst mal den Mut finden und mich auf den Weg begeben, mich diesem Hobby anzunähern. Ich rate immer dazu, vielleicht einen Freund ganz einfach mal zu begleiten, der sich da bereits entschieden hat. Wir haben inzwischen eine Vielzahl an 12- bis 14-Jährigen, die wir im Jugendbereich
über die verschiedenen Stationen schicken, die man sich ganz einfach anschauen kann. Wir sind jederzeit als Ausschuss ansprechbar. Wir haben, damit der Altersabstand nicht zu groß wird, natürlich Teamleiter eingesetzt, die deutlich näher am Jugendalter dran sind, als wir selber es sind. Insofern vielleicht auch ja, die Zeichen der Zeit besser verstehen, als wir als lebensältere Generation das tun. Die sollten angesprochen werden. Von denen sollte man sich ganz einfach inspirieren lassen und mal einfach in den großen Teich hineinspringen. Es ist ja heute so, dass man das auch mal anfängt, nicht immer bis zum Ende durchziehen muss. Aber manch einer ist dann nach dem Hereinschnuppern in ein neues Hobby auch gerne bei dem Hobby geblieben. Das ist bei der Schiedsrichterei nicht anders. Wie sieht denn der normale Tagesablauf aus für einen Schiedsrichter, der in der Kreisliga pfeift, im Juniorenbereich, und für einen Schiedsrichter, der ein bisschen höher pfeift, in der Landesliga, in der Westfalenliga zum Beispiel? Der Tagesablauf an einem Spieltag zum Beispiel, das ist der Hintergrund dieser Frage, der ist überall gleich, sollte zumindest überall gleich sein, sagen wir das mal so. Das Einzige, was es unterscheidet, sind die Entfernungen und die Anreisewege für einen Schiedsrichter. Grundsätzlich ist es so, dass der Schiedsrichter bis eine Stunde vor dem Spiel auf dem Fußballplatz vor Ort sein sollte, ganz einfach, um sich mit den Begebenheiten vertraut zu machen, um die entsprechenden Ansprechpartner vielleicht in einem ersten Gespräch kennenzulernen, um sich ein Bild von der Anlage zu machen, vom Zustand der Anlage, um sich um die diversen Dinge, die dann notwendig sind, von der Ausrüstung der Spieler bis zum Platzaufbau entsprechend überzeugen zu können. Und natürlich, um sich selber auch körperlich und mental auf das Spiel vorzubereiten. Es ist nichts schlimmer, als wenn ein Schiedsrichter aus seinem Auto springen muss, keine Zeit mehr hat, sich um diese Dinge zu kümmern und 10 Minuten später auf dem Platz steht. Das führt ausschließlich zu eher schlechten Schiedsrichterleistungen. Aber was das betrifft, ist eigentlich bis auf die Profibereiche der Tagesablauf ganz genau derselbe. Wesentlicher Unterschied zum Profibereich ist ganz einfach der, dass die mindestens 1,5 Stunden vor dem Spiel im Stadion sein müssen. Ja, das ist ein No-Go, das machen wir im Amateurbereich so sicherlich nicht. Aber es ist gut, aber auch ja, zu der Zeit, die ich eben nannte, dann auch tatsächlich vor Ort zu sein. Gibt es besondere Spiele, an die du dich gerne zurückerinnerst? In meinen eigenen Spielleitungen ganz sicherlich ja. Ich erinnere mich an das Stadtderby Rot-Weiß-Lüdenscheid gegen Hellas-Lüdenscheid. Rot-Weiß-Lüdenscheid als ehemaliger Regionalligist zur damaligen Zeit, also 30 Jahre zurück, war die Regionalliga die zweithöchste Spielklasse in Deutschland, also gleichzusetzen der zweiten Liga. Da habe ich selber als Knirps Spiele gesehen in einem ausverkauften Nattenbergstadion. Diese Truppe dann in der Bezirksliga zu pfeifen, war nicht schlecht. Ja, zumal das Umfeld glaubt, dass sie eigentlich in diese Spielklasse hineingehören. Es war auch kulturell ein Riesenereignis. Ja, da haben sich auf dem Platz von Hellas ca. 400 Zuschauer befunden. Die haben da ein Volksfest veranstaltet. War für mich ein wirklich interessantes Erlebnis. Die Stimmung war bombastisch. Wir haben an dem Tag eine richtig gute Leistung abrufen können. Eben gespannt, ich habe zwei ganz junge Kameraden mit dabei gehabt an der Linie. Das haben wir toll gefunden. Das war für uns ähnlich wie bei unseren Kameraden Rampelt, der Einsatz Erntebrück gegen Schalke vom Feeling her. Ja. Solche Spiele denke ich gerne, zumal dann auch unter Beteiligung ausländischer Spielkameraden ein Spiel ganz anders, als wie man es gemeinhin in der Öffentlichkeit immer wieder interpretiert, das sich ausschließlich mit den sportlichen Aspekten befasst hat, indem es nicht zu irgendwelchen Ausschreitungen kam. Es war zwar hitzig, ja, aber ganz normal fußballtypisch, und das sind Spiele, an die ich gern zurückdenke. Als Beobachter oder Schiedsrichter-Coach erinnere mich dann an das erste Westfalenliga-Spiel unseres Kameraden Lautz, wo wir mit 3 Kameraden, älteren Schiedsrichterkameraden inklusive Beobachter am Spielfeldrand standen, hätten die Hände geklatscht haben vor lauter Freude in einem Spiel, das ich in meiner gesamten Fußballerkarriere als solches so noch nicht gesehen habe. Weltklasse. Klasse Leistung des Schiedsrichters, Weltklasse Anforderungen. Da hätte ich gerne selber auf dem Platz gestanden, um so ein Spiel zu leiten. Also diese Sequenzen gibt es sicherlich auch. Gibt es ein Spiel, was nicht besonders schön war? Kann ich eigentlich aus meiner Sicht so nicht sagen. Ich habe alle Spiele gerne gepfiffen. Ich pfeife heute noch alle Spiele gerne. Mache dabei keinen Unterschied, ob Mannschaften mit Migrationshintergrund beteiligt sind
oder ausschließlich Deutsche. Macht keinen Unterschied zwischen Frauen- oder Männerfußball, zwischen Senioren- oder Jugendfußball. Für mich ist jedes Spiel eine neue Herausforderung, egal in welcher Spielklasse, egal in welchem Altersband. Hat aber auch sicherlich mit meiner Freude am Hobby zu tun. In welcher Liga wird da mehr mit dem Schiedsrichter diskutiert? In der Kreisliga oder in der Regionalliga? Kann ich so nicht sagen. In der Regionalliga war ich selber nie tätig. Wenn ich von meiner Beobachtertätigkeit ausgehe, ist in den unteren Spielklassen der Diskussionsbedarf und die Diskussionsfreude ungleich höher. Weil Trainer und Mannschaftsverantwortliche in den höheren Spielklassen schon sehr, insbesondere auf die Disziplin achten. Und auch hier kommt ein alter Spruch zum Tragen, der ganz einfach so, aber jederzeit nachvollziehbar ist: Wer viel labert, spielt keinen Fußball mehr. Insofern transferieren wir hier mal die Diskussionsfreude eher in den Bereich der Trainer und Betreuer, was höhere Spielklassen betrifft. In den unteren Spielklassen wird grundsätzlich immer das, was man selber nicht kann, zunächst mal auf den Schiedsrichter abgeschoben und versucht wegzudiskutieren. Ich denke aber, das ist auch normal. Wäre es denn sinnvoll, den Videobeweis einzuführen, nicht nur bei Zor 10, betrifft jetzt wahrscheinlich unsere Ligen eher weniger. Du hast ja wahrscheinlich auch eine persönliche Meinung zum Thema Videobeweis. Ich meine, der Videobeweis ist ja auch schon anerkannt in der Kreisliga. Ja. Die Frage stellt sich als solche nicht, weil die ist gerade damit beantwortet worden. Der Videobeweis ist, wenn er denn vorliegt, tatsächlich inzwischen anerkannt und er wird auch genutzt, er wird immer häufiger genutzt. Das macht es für uns als Schiedsrichter nicht immer unbedingt einfacher. Auf der anderen Seite weiß aber jeder, der unsere Arbeit kennt, dass wir sehr häufig im Bereich der Talente selber begleitend am Spielfeldrand stehen und gesamte Spielleitungen aufzeichnen, eben auch aus dem Grund, um mit dem verfügbaren Bildmaterial die einzelnen Schiedsrichter weiterzubringen. Nur das, was ich selber an mir wahrnehmen kann, und das ist in der Nachbetrachtung dann mit Videoaufnahmen eigentlich eine sehr schöne Sache, kann ich auch selber verbessern, kann ich auch verstehen, was Worte mir eigentlich transferieren wollen, wenn ich es im Bild nachvollziehen kann. Insofern halte ich den Videobeweis für durchaus angebracht. Und wenn wir über strittige Entscheidungen im Profifußball reden und hier auf den Videobeweis zu sprechen kommen, verweise ich eigentlich nur darauf oder sehr gerne auch darauf, dass wir in anderen Sportbereichen wie Eishockey oder Feldhockey durchaus bereits den Videobeweis eingeführt haben und er hier nicht zu Nachteil geführt hat. Gewaltzunahme im Fußball, ein Thema, was jetzt auch ja immer wieder aufkommt, zum Beispiel jetzt vor kurzem der Tod des Linienrichters. Hat insgesamt die Respektlosigkeit und auch die Gewalt in den Kreisligen zugenommen? Die Frage mit Ja zu beantworten wäre zu einfach, obwohl dieses Thema nicht wegzudiskutieren ist. Schade ist, dass in dem Zusammenhang immer wieder nur solche Highlights in der Presse Berücksichtigung finden. Und natürlich ist der Tod eines Linienrichters, den wir hier in Anführungszeichen setzen müssen, weil es sich eigentlich um keinen ausgebildeten Schiedsrichter handelte, tragisch und durch überhaupt nichts zu tolerieren. Aber ich denke, dass es kein Kernproblem der Schiedsrichterei ist, sondern ein Kernproblem unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft verroht mittlerweile. Wir beginnen uns, das ist meine ganz persönliche Meinung, auch wenn die vielleicht extrem klingen mag, wir beginnen uns als Gesellschaft zu degenerieren. Und das sind Auswüchse, die im sportlichen Bereich zunächst mal ihren Niederschlag finden, weil es da vielleicht auch aus der Masse heraus einfacher ist, sich und seiner eigenen Unzufriedenheit Luft zu verschaffen. Das findet in Bereichen statt, die es dann eher ermöglichen, sich hinter einer größeren Masse zu verstecken, die vielleicht aber auch eher dazu führen, dass der Zündfunke, den es einfach bedarf, um über gewisse Grenzen auch hinauszugehen, und dass der schneller zündet. Insofern ist es natürlich so, dass die Gewalt im Fußball und die Gewalt gegenüber Schiedsrichtern zugenommen hat. Unverkennbar, ja. Was tut der Kreis dagegen, jetzt schon aktuell, um dieser Gewalt entgegenzuwirken? Wenn man sich ein klein wenig in der kreislichen Arbeit umschaut, dann gibt es eine Vielzahl an Maßnahmen, die dazu führen sollen, Aggressionen auf dem Fußballplatz gar nicht erst entstehen zu lassen. Da sei das Projekt unseres Sportkameraden Winkel an allererster Stelle zu nennen, der seine Jung- und Fairbotschafter ausgebildet hat und nach wie vor ausbildet, die in den Vereinen wirken lässt. Ich denke, der sicherlich richtige Weg, insbesondere bei ganz, ganz jungen Menschen wieder anzusetzen, um auch moralische und ethische Vorstellungen wieder zu etablieren, die ganz einfach in dieser Gesellschaft nach und nach verloren gegangen sind.
auf der anderen Seite, und dann auch das sei in diesem Zusammenhang angesprochen, ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass hier die Eltern sich ihrer Verantwortung mal wieder bewusst werden, die sie eigentlich als Erziehungsberechtigte, und diesen Begriff als solchen sollte man wirken lassen, haben, die heute häufig überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen wird, das Recht und die Verpflichtung, auf die eigenen Kinder einzuwirken und ihnen entsprechende moralische Vorstellungen und Werte zu vermitteln. Es wird abgeschoben in andere Bereiche, wo sie eigentlich durch nichts und niemanden zu kompensieren sind. Was kann der Schiedsrichter denn tun, um Ruhe ins Spiel zu bekommen, was sehr hektisch ist? Wir versuchen unseren Schiedsrichtern zu vermitteln, selber dabei zunächst einmal ruhig zu bleiben. Es bringt überhaupt nichts, selber Aggressionen aufzubauen und zu versuchen, mit Aggressionen schwierige Situationen lösen zu wollen. Nur derjenige, der sich mit einer bestimmten und aber auch nach außen wahrzunehmenden Gelassenheit damit befasst und auf diese Art von Spiel eingehen kann, ja, wird es auch im Prinzip durch gegenteiliges Verhalten letzten Endes vernünftig lenken können und vernünftig lösen können. Das ist kein Allheilmittel, das ist mir sehr bewusst. Und wenn es einmal richtig eskaliert, dann wird man auch auf diese Art und Weise nicht mehr weiterkommen. Allerdings ist der Schiedsrichter eigentlich derjenige, der nicht die Interessen einer einzigen Mannschaft, eines einzigen Spielers vertritt, sondern der die Interessen des Fußballsports als solchen vertritt. Und wenn es ihm gelingt, das zu verdeutlichen, auch durch sein Auftreten, durch seine Persönlichkeit, sollte es eigentlich gelingen, ein Fußballspiel in geordneten Bahnen zu halten. Jetzt gibt es ja in Deutschland knapp 80.000 Schiedsrichter. Ist das schon eine beeindruckende Zahl? Die Tendenz ist allerdings sinkend. Seit einiger Zeit hat auch der Kreis Probleme, alle Kreisligaspiele mit Schiedsrichtern zu besetzen. Was kann man dagegen tun, beziehungsweise was kann man dafür tun, dass noch mehr Schiedsrichter werden, also dass man einfach noch mehr Schiedsrichter gewinnen kann? Ich glaube nicht, dass das Problem in der Schiedsrichtergewinnung im Juniorenbereich zu suchen ist. Hier sind wir sehr rege tätig, hier haben wir unsere größten Erfolge zu verzeichnen. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, und darauf habe ich auch in der Vergangenheit häufig hingewiesen, werde nicht müde, es immer wieder zu tun, dass wir insbesondere im Bereich des sogenannten Mittelalters, also zwischen 30 und 50 Jahren, überhaupt keine Schiedsrichter mehr haben. Ein Loch, das sich einfach in einer Generation gebildet hat, das durch kurzfristige Maßnahmen nicht geschlossen werden kann, das auch nicht zu kompensieren ist. Wir haben heute leider natürlich das Problem, dass wir aufgrund der Mobilität, die jedem einzelnen jungen Menschen abverlangt wird, auch im Rahmen seines beruflichen Werdegangs, niemanden mehr an einen Ort binden können und auch nicht binden wollen, was natürlich zu Wanderungsflüssen letzten Endes führt, die zu stoppen eigentlich unmöglich ist. Sodass wir mit denjenigen, die wir heute gewinnen, für das Schiedsrichterhobby mittel- und langfristig einfach nicht planen können. Ich sehe keine Lösungsmöglichkeit, wenn nicht Spieler, die mit 4, 5 oder 36 Jahren das Fußballspielen aufhören, sich bereit erklären, nicht in den deutlich lukrativeren Trainerjob oder Betreuerjob zu wechseln, sondern vielleicht auch mal in die Richtung schauen, Schiedsrichter zu werden. Wenn es uns also nicht gelingt, dieses Altersband zwischen 30 Jahren und 50 Jahren aufzufüllen, wird sich der Trend, der sich dort abzeichnet, nicht stoppen lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, Eltern davon zu überzeugen, ihren 12-, 13-, 14-jährigen Sohn oder ihre Tochter auf einen Fußballplatz zu schicken, wo die Sorge und die Angst groß sein muss, dass er hinterher verhauen wird. Wir leben also hier in einer Spirale, die sich immer schneller dreht und die Problematik immer größer werden lässt. Ich sehe hier in der nächsten Zeit keine Lösung, die greift, um dieser Problematik Herr werden zu können. Gab es bei dir persönlich mal ein Spiel, wo du sagst, das Spiel läuft mir so langsam ein bisschen aus dem Ruder, ich habe Probleme, das Spiel eventuell im Griff zu behalten? Toi, 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 diese Situation habe ich nie erlebt, nein. Woher weiß denn der Schiedsrichter genau, wie viel 9,15 Meter sind? Das heißt, wie weit er die Mauer zu stellen hat? Weiß er nicht in jedem Fall. Ja, hat sehr, sehr viel mit Erfahrung zu tun, hat auch sehr, sehr viel mit einem kleinen Fingerspitzengefühl und Feeling zu tun. Es wird kein Schiedsrichter durch die Gegend laufen und wird abmessen. Allerdings, und das soll das Ganze ja erleichtern, wissen wir mittlerweile, dass es Hilfsmittel für den Schiedsrichter gibt, die das Ganze vereinfachen. Ja, ich habe zwar noch niemanden gesehen, der mit der Spraydose durch die Gegend lief, aber
durch die FIFA beschlossen, ist es durchaus möglich. Der Schiedsrichter kann heute Striche auf den Platz ziehen, um sich so seine Arbeit, insbesondere das Abschätzen seines Mauerabstands von 9,15 Meter, zu vereinfachen. Gibt es denn irgendwelche Verhaltensvorschriften für Schiedsrichter? Die gibt es sicherlich. Wir haben eine Schiedsrichterordnung. Die Schiedsrichterordnung gibt so einen kleinen Leitfaden an die Hand, was ein Schiedsrichter tun sollte, was von einem Schiedsrichter verlangt wird, was er gegebenenfalls, und das muss man dann aber ein klein wenig ableiten, was er nicht tun sollte. Insofern besteht schon ein gewisser Leitfaden, der jedem an die Hand gegeben ist, wenn er sich denn darum kümmern möchte, der auch für jeden nachzulesen ist, der nicht Schiedsrichter ist. Und dann gibt es natürlich die Arbeit innerhalb der Schiedsrichtervereinigung, die Vorgaben letzten Endes natürlich macht. Gibt es eine bestimmte Anweisung für den Schiedsrichter, wie er eine Karte zu zeigen hat? Nein, die gibt es nicht. Die Regeln beschreiben hier einen Standardvorgang. Die Regeln beschreiben nicht, wie genau eine Karte zu zeigen ist. Auch das ist immer abhängig von der Person, das ist abhängig von der Einstellung des Schiedsrichters. Natürlich gibt es Lehrmaterial, dem Rahmen der Kommunikationsausbildung zum Beispiel darauf hinweist und hinführt, wie sollte ich, um natürlich auch deeskalierend auftreten zu können, auch mit persönlichen Strafen, womit ja Karten letzten Endes verbunden sind, umgehen, um die entsprechende Akzeptanz dafür zu finden. Und ohne als übertriebener Richter oder Scharfrichter wahrgenommen zu werden. Mir muss jedem klar sein, auch jedem Schiedsrichter, dass er mit den gelben, roten Karten, die ihm zur Verfügung stehen, mit den persönlichen Strafen, eigentlich nicht urteilt wie ein Richter, sondern letztlich den Regeln des Fußballspiels Geltung verschafft. Wie werden denn die Schiedsrichterassistenten im Kreis ausgebildet? Wir haben zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt unsere Schiedsrichterassistenten mit an der Linie. Die haben häufig im Alter von 12, 13 oder 14 Jahren erst selber 3 bis 4 Spielleitungen auf dem Fußballfeld erfahren. Dann nehmen wir sie bereits mit, führen sie durch ganz einfache Tätigkeiten eben an den Bereich der Schiedsrichterassistenten heran. Darüber hinaus haben wir, wenn sie denn einmal Spaß und Freude daran gefunden haben, und dazu sei gesagt, es ist mit Spaß und Freude alleine nicht getan, man muss sich letzten Endes auch als Schiedsrichterassistent oder zum Schiedsrichterassistenten eignen, werden sie dann über Lehrgänge und Sonderseminare weiter geschult und über unsere höherklassigen Schiedsrichter an ihre Aufgaben herangeführt. Das ist ein steter Ausbildungsprozess, der nicht in irgendeiner Spielklasse endet. Schönstes oder jüngstes Beispiel dafür ist einer unserer 14-jährigen Schiedsrichterkameraden, den wir inzwischen auf einem Level Landesliga an der Linie haben, für den noch nicht absehbar ist, wo das Ganze letzten Endes enden wird. Aber hier sei ganz klar gesagt, zum Schiedsrichterassistenten muss man geeignet sein. Nicht jeder gute Schiedsrichter ist gleichzeitig auch ein guter Assistent. Wird denn jeder junge Schiedsrichter zum Schiedsrichterassistenten ausgebildet oder gibt es Schiedsrichter, die das gar nicht machen wollen? Ja, also wir haben sicherlich Schiedsrichter, die es nicht machen wollen. Das Angebot, das wir hier machen, gilt für jeden jungen Schiedsrichteranwärter. Wir schauen uns jeden jungen Schiedsrichteranwärter persönlich an. Wir nehmen jeden jungen Schiedsrichteranwärter, wenn er denn möchte, mit und versuchen ihn an die Aufgabe als Schiedsrichterassistent heranzuführen. Und wir verfügen da, seitdem wir dieses Konzept verfolgen, also seit circa 3 Jahren inzwischen, über so viele Erfahrungen, dass wir eigentlich nach den ersten 2 bis 3 Spielen als Assistent eine klare Prognose geben können, ob sich das in der Ausbildung lohnen wird, ob das was werden kann oder nicht. Sind damit eigentlich sehr, sehr gut gefahren bis zum heutigen Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist eine schöne Sache, wenn man zu einem frühen Zeitpunkt insbesondere jungen Schiedsrichterkameraden oder Kameradinnen auch Gemeinschaftserlebnis vermitteln kann. Es ist schöner, im Team zu leiten, als ich als Einzelschiedsrichter. Das ist unbestritten. Wo geht denn die Ausbildung los von Schiedsrichterassistenten? In welcher Liga? Wir fangen in der Kreisliga A an. Wir nehmen teilweise die Schiedsrichter mit in die Kreisliga B, wobei da das Spielniveau für einen Schiedsrichterassistenten derart niedrig ist, dass sich dann die Tätigkeit tatsächlich auf einige ganz, ganz wenige Abseitsentscheidungen und einige Einwurfentscheidungen beschränkt. Das ist für den Anfang vielleicht nicht unbedingt verkehrt, wird aber in der Akzeptanz dann letzten Endes bei denen, die am Rande stehen, nicht unbedingt hoch angesiedelt. Also Kreisliga A sollte schon das Niveau sein, um einen Schiedsrichterassistenten reinschnuppern zu lassen, um ihn auch an höhere Aufgaben heranzuführen. Und seine Gesellenprüfung kann er dann bei uns in der Bezirksliga machen. Läuft das in der Bezirksliga gut, findet er sich gegebenenfalls auch sehr, sehr schnell in der Landesliga wieder. Und dafür haben wir ja noch einige Beispiele, die wir auch präsentieren können.
Ist es für einen Schiedsrichter leichter, ein Spiel zu leiten mit Assistenten? Deutlich leichter, natürlich. Es macht auch viel mehr Spaß. Der Schiedsrichter kann sich hier auf seine eigenen Kerntätigkeiten der Spielleitung konzentrieren, hat nicht mehr unbedingt die Schwierigkeit, dass er immer und überall auch im läuferischen Bereich on the top sein muss. Das sollte er zwar. Wer aber als Einzelschiedsrichter in der Bezirksliga unterwegs ist, der weiß sehr wohl, dass in der schnellsten Spielklasse als Einzelschiedsrichter nicht immer das Stellungs- und Laufspiel so sein kann, dass man das, was ein Assistent einem an Unterstützung geben kann, kompensiert. Das ist ganz einfach so. Insofern ist es als Schiedsrichter deutlich einfacher. Schon mal eine Entscheidung zurückgenommen? Auf dem Platz? Von meinem Assistenten? Von dir selbst, alleine? Ja, natürlich. Ich finde, das gehört zur Größe eines Schiedsrichters dazu, eigene Fehler einzusehen, die dann auch einzugestehen, was vielleicht nicht immer einfach ist, insbesondere dann, wenn an der Linie der Mob tobt. Dennoch finde ich in der eigenen Einstellung auch zu dem, was wir machen und zu unserem Regelwerk, ist es durchaus angebracht, zu sagen, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht, den bereinige ich auch gleich wieder. Es wäre natürlich fatal, wenn einem Schiedsrichter derlei Dinge drei oder viermal am Spiel passieren, das sollte möglichst vermieden werden. Kann der Schiedsrichter jede Entscheidung zurücknehmen? Nicht jede. Das, was einmal durch die Regel sanktioniert ist und nach der Regel nicht mehr zurückgenommen werden kann, kann dann eben auch durch den Schiedsrichter auf dem Felde nicht mehr zurückgenommen werden. Da ist dann letzten Endes die Sportgerichtsbarkeit für zuständig und hier erwarte ich von jedem Schiedsrichter eigentlich die Größe, dann auch im Nachhinein zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Der ist dann entsprechend einzugestehen. Und dann muss auch die Entscheidung pro Sportler letzten Endes getroffen werden. Bundesliga, das jüngste Beispiel, der Elfmeter und der Platzverweis für Götze, aus Götze, ja, Schmelzer. Für Schmelzer. Wobei die Entscheidung des Schiedsrichters hier durchaus menschlich war. Das Handspiel, beziehungsweise das Nicht-Handspiel. Das Nicht-Handspiel. Wenn der Schiedsrichter es als solches auf dem Platz gleich erkannt hätte, dann hätte er diese Entscheidung sicherlich auch revidiert. Ja. Jetzt gibt es ja schon seit einiger Zeit Coaches im Kreis Siegen-Wittgenstein. Wie viele gibt es da? Ja, wir haben zurzeit 6 Coaches, die wir als das, was wir wollen, dann tatsächlich auch einsetzen, vornehmlich in den Verband spielen lassen. Wenn wir den Coach-Bereich als solches erweitern, dann haben wir natürlich einen größeren Kreis wie 6, all dieweil wir natürlich auch Schiedsrichterbetreuer einsetzen für die jüngsten Schiedsrichter, die wir einsetzen, die wir nicht alleine lassen möchten. Wenn wir den Kreis dazu nehmen, dann landen wir circa bei einer Zahl von 15 bis 16. Wie werden die Coaches ausgebildet? Ja, über den Bereich der persönlichen Weiterbildung, Kommunikationstrainings, Deeskalationstrainings und ähnliche Geschichten haben wir unsere Jungschiedsrichter, die wir gefördert haben in Verbandsspielklassen, eigentlich versucht, auch über den Fußballbereich hinaus weiterzubringen in der Persönlichkeitsbildung. Und die Dinge, die dort erlernt worden sind, werden heute im Bereich der allerjüngsten Schiedsrichter zurückgegeben und auch angewandt. Ich denke, ein Konzept, das sich trägt, das wirklich Sinn macht und das wir auf diese Art und Weise auch fortsetzen werden. Die heute in der Betreuung stehen und sich dem Schiedsrichterhobby verschreiben, längerfristig werden irgendwann dann auf unserer Seite stehen und das an weitere jüngere Kameraden weitergeben. Eine schöne Sache, die nicht nur dem Fußballsport dienlich ist. Wird es bald öfters Spiele ohne Schiedsrichter geben in der Kreisliga? Ist letzten Endes nicht zu vermeiden, ja. Davon gehen wir alle aus. Wir wissen, dass wir nicht alle Spiele besetzen können. Ich habe, was den Fußballkreis Siegen-Wittgenstein betrifft, da im vergangenen Jahr häufig darauf hingewiesen. Wenn wir mal rein rechnerisch anlegen, dass wir 106 Schiedsrichter für Spielleitungen zur Verfügung haben und 96 Spiele pro Wochenende besetzen müssen, bleibt nicht sehr viel an Reserve. Unberücksichtigt hierbei bleiben in dieser Aufzählung, dass ein Schiedsrichter auch mal krank werden kann, dass er Urlaub hat, dass er beruflich verhindert ist durch Schichtarbeiten, dass ein Schüler natürlich in Hochphasen seiner schulischen Ausbildung auch nicht jedes Wochenende zur Verfügung stehen kann. Insofern muss sich der Fußballsport im Siegerland und im Wittgenstein darauf einstellen, dass in den untersten Spielklassen zukünftig weniger Schiedsrichter verfügbar sein werden. Hat man denn als Beobachter ein anderes Bild vom Spiel als der Schiedsrichter auf dem Platz? Deutlich ein anderes. Zumal man sich seinen Platz, von dem aus man ein Spiel anschaut, selber wählen kann. Der Schiedsrichter ist immer abhängig von der Spielentwicklung.
Es ist wunderbar, aus überhöhter Position zum einen sich das Spiel der Mannschaften anzuschauen, die Taktik, die gespielt wird, aber auch, wie sich der Schiedsrichter dem anpasst oder das Schiedsrichtergespann. Also die Sicht ist schon eine deutlich andere. Worauf muss der Beobachter beim Spiel besonders achten? Letzten Endes geht es darum, ob der Schiedsrichter dem Regelwerk gerecht wird, wie er seine Persönlichkeit verkauft, wie er dem Regelwerk in Gänze natürlich Geltung verschafft und ob er ein Spiel leitet oder ein Spiel einfach durchpfeift. Signifikanter Unterschied. Welche persönlichen Ziele hast du in deiner Arbeit im Kreisschiedsrichterausschuss? Im Wesentlichen kommt es mir darauf an, junge Menschen ans Schiedsrichterhobby heranzuführen, für das Schiedsrichterhobby zu begeistern und natürlich auch langfristig an das Schiedsrichterhobby zu binden. Insofern ist es mir Herzensangelegenheit, junge Menschen voranzubringen, erfolgreich voranzubringen und dann auch in die Spitze des Verbandes in Westfalen. Darüber hinaus ist vieles Politik, ist auch ein klein wenig abhängig vom Glück und von der Entwicklung. Ein Traum wäre es, einen von unseren jungen Burschen irgendwann mal durchzubringen bis in die Profispielklassen. Wie ist da die Perspektive? Da ist perspektivisch überhaupt gar nichts zu sagen. Dafür fehlt mir der große Überblick. Wie gesagt, da kommt ein gehöriger Teil Sportpolitik mit zum Tragen, wie welche Gründe wo verteilt werden, auch wenn das nicht gerne gehört wird. Ich stehe zu dieser Aussage. Und zum anderen ist es immer auch ein klein wenig Glück. Wir haben eine Vielzahl an starken Schiedsrichtern, das ist überhaupt gar nicht wegzudiskutieren. Jeder sieht seine eigenen Schiedsrichter natürlich immer vor den Schiedsrichtern der anderen Kreise, der anderen Verbände. Der Konkurrenzkampf ist groß. In der Spitze wird mit Ellbogen nach links und rechts gekämpft und man muss da eben auch erstmal durchkommen. Wer entscheidet, ob ein Schiedsrichter aufsteigt oder nicht? Ja, grundsätzlich entscheidet das immer der verantwortliche Ausschuss. Ja. Den gibt es auf Kreisebene, den gibt es auf Verbandsebene, den gibt es auf Bundesebene und die Schiedsrichterkommission. Wer entscheidet es im Kreis? Im Kreis entscheidet es letzten Endes der Kreisschiedsrichterausschuss. Wie entscheidet er das? Wir haben ein Leistungsprinzip etabliert und nach diesem Leistungsprinzip bewerten wir unsere Schiedsrichter. Wir haben also über den Zeitraum einer gesamten Saison diverse Kriterien von Beobachtungen über Persönlichkeitsentwicklung bis hin zur Bewertung der körperlichen Leistungsfähigkeit, die wir am Ende umrechnen in einen Punktewert und anhand dieses Punktewerts eine Eignungsreihenfolge bilden. Und auf Basis dieser Eignungsreihenfolge werden wir unsere Schiedsrichter für verschiedene Maßnahmen dann auch klassifizieren. Was muss verbessert werden im Umgang mit Trainern und Spielern seitens des Schiedsrichters, aber auch seitens der Trainer und Spieler? Ich würde mir wünschen, dass hier häufiger miteinander als übereinander geredet wird. Das gilt bereits im kreislichen Bereich. Das, was häufig angeboten wird an persönlichem Umgang, insbesondere seitens Vereinsoffizieller, und dazu zähle ich einen Trainer, ist unter aller Sau, um es auf alle Deutlichkeit hier so zu sagen. Wir als Schiedsrichter haben überhaupt gar kein Interesse daran, uns mit irgendeinem Vereinsoffiziellen in den Dienst zu begeben. Wir machen nichts anderes als das, was uns Spaß macht. Das, was uns das Regelwerk letzten Endes vorgibt. Nämlich ein Fußballspiel möglichst sauber zu leiten und erfolgreich über die Bühne zu bringen. Wenn dann eigene Unzulänglichkeiten in der Mannschaft dazu führen, dass Trainer, Betreuer oder Vereinsoffizielle ihren Unmut in Richtung des Schiedsrichters transferieren wollen oder auch müssen, ist irgendetwas in der Entwicklung verkehrt. Insofern wäre es wünschenswert, wenn hier mehr Dialog stattfinden würde und auch mehr Verständnis füreinander. Gibt es den perfekten Schiedsrichter? Den gibt es sicherlich nicht, weil wenn es den perfekten Schiedsrichter gibt, gibt es auch den perfekten Menschen. Die Antwort, die war so gut, jetzt ist es ein bisschen. Bestechung und Korruption waren in der Vergangenheit auch immer mal wieder ein Thema. Dritte Liga, Pokalspiele. Schon mal ein Angebot bekommen? Nein, schade, leider nie. Naja, eine schwierige Sache, um da den notwendigen Ernst in die Sache hineinzubringen.
denke nicht, dass wir auf kreislicher Ebene in diese Richtung irgendein Bestreben hätten. Und wenn, dann würden wir dem zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt entsprechende Maßnahmen entgegensetzen und Riegel vorschieben. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist geschehen. Spielmanipulationen finden, wenn man der Presse Glauben schenkt, nach wie vor statt. Gegebenenfalls aus dem fernen Ausland herein in verschiedene Ligen. Ob es denn tatsächlich so ist, kann ich persönlich nicht beurteilen. Ich habe damit kaum oder überhaupt gar keine Anknüpfungspunkte. Diejenigen, die sich auf eine solche Geschichte eingelassen haben, haben sich eher aus jugendlichem Leichtsinn, wenn ich es mal in der Nachbetrachtung so nennen darf, selber ins Abseits gestellt. Heute ist ja nur ein Beispiel dafür. Gott sei Dank sind andere, die damit in Verbindung gebracht wurden, entlastet worden, gehen heute wieder erfolgreich der Schiedsrichtertätigkeit nach, aber ein großes Problem. Sind Schiedsrichter unterbezahlt? Kann ich nicht sagen, weil man dann voraussetzt, dass ein Schiedsrichter seiner Tätigkeit nachgeht für Geld. Das mag in den höheren Profispielklassen sicherlich durchaus gang und gäbe sein, dass es auch als lukrative Einnahme gesehen wird. Lukrative Nebeneinnahme muss man häufig sagen, wir haben den Profischiedsrichter ja Gott sei Dank nicht. In den Spielklassen, in denen wir tätig sind, für die wir verantwortlich sind, kriegt der Schiedsrichter lediglich eine geringe Aufwandsentschädigung. Insofern kann man hier von Bezahlung eines Schiedsrichters sicherlich nicht reden. Wie viele Stunden muss man als Schiedsrichter im Monat für sein Hobby investieren? Sehr, sehr unterschiedlich. Kommt darauf an, mit welcher Einstellung und welchem Willen man im Schiedsrichterbereich tätig sein will. Derjenige, der Karriere machen möchte, muss natürlich mehr investieren als derjenige, dem es ausreicht, sonntags oder einmal am Sonntag eine Spielleitung wahrzunehmen und darüber hinaus mit der gesamten Sache nichts zu tun haben zu wollen. Wenn wir den normalen Schiedsrichter betrachten, der bis in der Kreisliga tätig ist, dann sind 7 bis 8 Stunden im Monat inklusive der Spielleitungen sicherlich angesagt. Darüber hinaus muss man deutlich mehr investieren. Was sagen denn Freunde und Bekannte, wenn du denen erzählst, du bist Schiedsrichter? Ich habe keine Freunde und Bekannte. Die Diskussion, die sich da grundsätzlich auftut, ist immer wieder dieselbe. Und daran sieht man, wie ein Schiedsrichter eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, egal in welcher Spielklasse er tätig ist. Es fokussiert sich immer wieder auf die Gewalt gegen Schiedsrichter und natürlich auf den Bereich, dass es relativ schwierig ist oder als relativ schwierig empfunden wird, sich als ein einziger oder Einzelner gegen 22 andere durchzusetzen. Aber gerade das macht ja die Schiedsrichtertätigkeit und den Spaß an der Tätigkeit aus. Was braucht man denn mehr als Schiedsrichter? Talent oder Disziplin? Man braucht von beidem. Man braucht sowohl Talent als wie auch Disziplin. Ja, beides schließt sich ja nun Gott sei Dank nicht aus. Aber eines ist ganz klar und deutlich am Anfang einer Schiedsrichterlaufbahn. Ohne das entsprechende Talent ist wie in allen anderen Sportarten, Fußball, Handball, Eishockey, ist auch nicht anders. Ohne Talent geht nichts, das gilt auch für einen Schiedsrichter. Kannst du denn verstehen, wenn ein Schiedsrichter mit dem Pfeifen aufhört, nachdem er Opfer von Gewalt geworden ist? Da habe ich sogar sehr großes Verständnis für, weil wer will denn einem solchen Kollegen oder einer solchen Kollegin zusichern, dass das kein zweites Mal passiert? Ich wüsste keine Schutzmaßnahmen, die noch zu treffen wären, um den Schiedsrichter, für den wir zuständig sind, in der Kreisliga davor zu schützen. Ich wüsste nicht wie. Werden denn eventuell die Nachwuchsschiedsrichter auch zu früh mit den teilweise harten Realität auf dem Fußballplatz konfrontiert? Sehe ich nicht so. Muss ich auch ein ganz klares Nein entgegensetzen. Wenn wir als die wesentlichste Voraussetzung das betrachten, was ich bereits schon angesprochen habe, wenn wir solche Kameradinnen und Kameraden nicht allein auf dem Platz lassen und entsprechend begleiten und betreuen. Hier muss natürlich dann die entsprechende Schulung für diejenigen Betreuer und Begleiter intensiv durchgeführt werden, um denen auch zu verdeutlichen, welche Rechte, Pflichten von ihnen erwartet werden und was sie für die Schiedsrichterinnen und den Schiedsrichter zu tun haben. Ein Schiedsrichter trifft Fehlentscheidungen. Wie viele im Spiel? Im Schnitt nicht ungefähr? Ziffern kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, Fürstenau trifft keine Fehlentscheidungen. Es kommt auf die Tagesform an. Ich weiß es nicht.
Ich bin in noch keinem Spiel vom Platz gegangen, ohne dass ich Fehler gemacht habe. So viel kann ich dazu sagen. Ich kann das nicht im Schnitt beziffern. Aber es gibt keine fehlerfreie Schiedsrichterleistung. Überwiegend werden ja vor allen Dingen ausschließlich junge Schiedsrichter gefördert. Thema Jugendwahn gerechtfertigt oder sagen wir mal Jugendförderung. Ist das so in dem Maße, wie das momentan läuft, in Ordnung? Oder würdest du sagen, ja gut, wurde es ja eben schon mal angesprochen, dieser Bereich 30 bis 50 oder 30 bis 40 existiert so gut wie gar nicht mehr. Müsste man da nicht vielleicht ein bisschen mehr machen? Mir liegt es am Herzen, darauf hinzuweisen, dass das, was wir an Konzeptionen aufgebaut haben, nicht nur auf junge Schiedsrichter setzt. Das, was wir an Durchlässigkeit geschaffen haben, würde es insbesondere dem angesprochenen Altersband ermöglichen, noch eine bescheidene Schiedsrichterkarriere zu starten, wenn man sich denn entschließen könnte, sich dem Schiedsrichterhobby zuzuwenden. Das heißt, der 30-Jährige, der 35 oder sogar der 40-Jährige, ich war ja selber ein Beispiel dafür, der sich dem Schiedsrichterhobby zuwendet, hat durchaus die Möglichkeit, noch in Verbandsspielklassen aufzusteigen, mithin dann zu den 5% der besten Schiedsrichter in Gesamtdeutschland zu gehören. Weil das muss man sich als solches ja dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ein Schiedsrichter heute in der Bezirksliga pfeift, dann ist das eben nicht nur Bezirksliga, sondern dann ist es ein Schiedsrichter, der zu den 5% der Besten in Deutschland gehört. Und als solches ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit offen halten, einem Schiedsrichter dann auch in gesetzterem Alter diesen Weg noch zu ermöglichen. Pfeifst du lieber oder beobachtest du lieber? Ganz deutliche und ehrliche Antwort, ich pfeife lieber. Wobei der Fokus inzwischen auf Beobachtungen liegen muss, das macht auch Sinn, weil auf Basis der Erfahrungen und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, insbesondere für jüngere Kameraden davon profitieren zu können, ist die Beobachtertätigkeit immens wichtig. Und wir haben zu wenig Beobachter, die wir genau für diese Zwecke einsetzen können. Welche Vorteile und welche Nachteile bringt denn die Schiedsrichtertätigkeit mit sich? Dann wieder Vor- und Nachteile erkennen. Der größte Vorteil an der Schiedsrichtertätigkeit, den ich persönlich empfinde, ist der Spaß am Hobby, ist der Spaß an Bewegung, ist der Spaß am Umgang mit Menschen. Nachteile sehe ich im Moment eigentlich für mich persönlich keine. Wüsste ich nicht zu nennen, weil alles hat seine Vor- und alles hat seine Nachteile. Das, was weniger Spaß macht, lassen wir jetzt einfach mal weg. Frauenfußball hat in Deutschland in den letzten Jahren sehr zugenommen. Warum gibt es so wenig Frauen, die Schiedsrichter werden? Eine berechtigte Frage. Wenn ich die Frage beantworten könnte, würde ich eine meiner Kernaufgaben, die ich mir selber aufs Tapet geschrieben habe, lösen. Nämlich mehr Frauen an das Schiedsrichterhobby heranzuführen. Vielleicht liegt es daran, dass Frauen deutlich sensibler reagieren und vielleicht auch zu einem frühen Zeitpunkt bereits für sich selber feststellen, wenn mir das keinen Spaß macht, beende ich es einfach. Jungs, Männer tendieren dazu, alles etwas länger festhalten zu wollen, etwas länger auszuprobieren, aber insgesamt eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich weiß es echt nicht. Die Chancen für Frauen sind ungleich besser als sie für Männer, weil wir davon deutlich weniger haben. Wenngleich natürlich nicht verkannt werden darf bei der Sache, dass es dann, was die eigentliche Leistungsanforderung betrifft, keinen Unterschied mehr gibt. Das, was ich männlichen Kollegen abverlange, muss ich weiblichen Kolleginnen ebenso abverlangen. Im Rahmen der Gleichberechtigung wollen Frauen das, dem stellen Frauen sich, oder die Frauen, die sich dem Schiedsrichterhobby verschrieben haben, stellen sich dem auch, haben dabei keine Schwierigkeiten. Fehlt den Frauen oft das Durchsetzungsvermögen? Da würde ich so nicht sagen wollen. Ich denke, Frauen sind in vielen Bereichen durchsetzungsfähiger als Männer. Man muss sie nur lassen. Das Wichtigste auf dem Platz aus Sicht des Schiedsrichters ist es, ein Spiel zu lesen und in die Spielleitung zu integrieren. Die Arbeit mit dem Perspektivteam macht mir ungeheuer großen Spaß, weil hier riesige Schritte vorwärts zu verzeichnen und auch festzustellen sind. Die Arbeit in den Kreisen im Vergleich zur Arbeit auf Verbandsebene ist schwierig, weil aus der Anzahl an Personen, die dafür zur Verfügung stehen, nicht das Maximum herausgeholt werden kann. Wir bräuchten deutlich mehr, die sich engagieren. Das Schönste im Fußball ist? Das Schiedsrichterhobby, die Schiedsrichtertätigkeit.
Das Schönste für den Schiedsrichter? Wenn ein Spiel zu Ende gegangen ist, ohne große Probleme, der Schiedsrichter nicht wahrgenommen worden ist, dann ist nach meinem Verständnis von der Schiedsrichtertätigkeit alles in Ordnung gewesen. Ich kann mit mir selber zufrieden sein. So, jetzt noch 10 Begriffe und du sagst, was dir dazu einfällt. Kreisliga-Schiedsrichter? Macht Spaß, sollte Ansporn sein, um in höhere Spielklassen aufzusteigen. Torkamera? Halte ich für absolut sinnvoll, ist ein Hilfsmittel, das dem Schiedsrichter das Leben deutlich erleichtern würde. Trainer und Spieler? Sollten sich im Bereich der Kommunikation und des Verhaltens gegenüber Schiedsrichtern hin und wieder mal selber überprüfen. Fingerspitzengefühl? Gehört zum Schiedsrichter-Hobby dazu wie das Salz zur Suppe. Futsal? Finde ich eine sehr interessante Variante des Hallensports, der leider viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Abseits? Schwer zu erklären, am besten man fragt eine Frau. Schwalben? Gehören zum Fußball dazu, sollen vom Schiedsrichter erkannt und entsprechend geahndet werden. Diskriminierung? Hat auf dem Fußballplatz nichts verloren, ebenso wenig wie in der Gesellschaft im Allgemeinen. Emotionen? Müssen sein, sollten aber an einem bestimmten Punkt ihre Grenzen finden. Und Erfolge? Gehört auch für einen Schiedsrichter dazu, sonst macht das Ganze keinen Spaß.